Pünktlich startete ich die Videokonferenz mit meinen Siebenern. Wir hingen noch in den letzten Zügen einer Einheit zum Thema Zeichensetzung. Nach und nach erschienen die Namen der eingeloggten Schüler auf dem Bildschirm. Ich bat die Schüler stets zu Beginn der Sitzung kurz zur Begrüßung die Kamera einzuschalten, weil ich nicht wollte, dass sie der Veranstaltung vom Bett aus beiwohnten oder noch ihren Schlafanzug trugen. Auch im Fernunterricht musste die Form gewahrt bleiben. Damit wollte ich ihnen eine Struktur in ihrem Alltag verschaffen, in dem viele ansonsten auf sich alleine gestellt durch die Tage meanderten und ihnen ein Gefühl von Normalität vermitteln. Die Kameras durften allerdings nur kurz anbleiben, weil sonst die Verbindungsstabilität litt. Ich sah während unserer Begrüßung, dass etliche Schüler recht aufgekratzt wirkten. Die Stunde selbst verlief ausgesprochen zäh. Besprechung der Hausaufgaben war langatmig, meine Fragen liefen ins Leere. Ich entließ die Schüler in kleine Arbeitsgruppen, in denen sich zwei Aufgaben lösen sollten. Doch als ich mich zuschaltete, hörte ich auf dem Audiokanal bloß Schweigen, holte sie zurück in die große Gruppe, erkundigte mich nach dem Problem, entließ sie in eine 15-minütige Einzelarbeit. Die Besprechung der Ergebnisse war ein Desaster. Niemand meldete sich freiwillig. Direkt von mir angesprochene Schüler schwiegen hartnäckig. Ich brach ab. Was ist eigentlich los mit euch heute? Fragte ich in die Runde. Gibt es irgendetwas, was ich wissen muss? Es dauerte eine Weile, dann meldete sich Jule, die Klassensprecherin. Entschuldigen Sie, Herr Horvath, aber wir können uns heute nicht so gut konzentrieren. Aha, und warum nicht? Eine Weile war es still. Na, wegen der Challenge. Der was? Oh, Herr Horvath, der TikTok-Challenge halt, übernahm Jule wieder. Innerlich sagte ich ihn nicht zusammen. Es war zu befürchten gewesen, dass die Pandemie dem chinesischen Tech-Konzern zu noch größerer Popularität verhelfen wird. Ja, nun, und wieso muss das während meines Unterrichts passieren? Wegen Zeitdruck. Ich atmete tief ein und wieder aus. Also gut, erklär mir das bitte ganz genau, Jule, von Anfang bis Ende in zusammenhängenden Sätzen. Okay, es geht um Melody und um Tobi. In der Chatleiste erschienen mehrere Emojis, Herzen, Lachmännchen mit Kussmündern. Die haben uns eine Klassenchallenge gestellt, fuhr Jule fort. Geht das denn, fragte ich. Natürlich war ich über die Grundzüge dieser schon länger existierenden Parallelepidemie einigermaßen im Bilde, so gut man das als Erwachsener mit Social-Media-Aversion eben sein konnte. Ich dachte, diese Challenges sind immer für alle offen. Ja, eigentlich schon, aber wir haben deren Handynummern bekommen. So, so, machte ich ratlos. Na, wegen den Emojis, die wir gekauft haben. Ein Hinweis über den falsch verwendeten Dativ mit wegen schien mir in diesem Moment aussichtslos. Wie gekauft, versuchte ich zu verstehen. Naja, im App Store. Da kann man da kaufen und dann seinen Lieblings-TikTok-Star schenken. Die schweben dann so über dem Bildschirm. Und wenn man ganz viele kauft, dann erwähnt der Star dich in seinem Video. Und wenn man noch mehr kauft, dann kriegt man vielleicht die Handynummer. Und das habt ihr gemacht? Ja, und jetzt können wir mit Melody und Tobi chatten. Wir sind alle ganz verliebt in die beiden. Tobi hat so tolle Wangenknochen und Melody voll die krassen Nägel und Haare und Beine und so. Und die ist so krass schön. Und was machen die so in ihren Videos? Ach, nicht viel eigentlich. Melody sieht einfach nur wunderschön aus und sitzt immer so voll vor so schönen Landschaften am Pool oder am Strand oder so. Und Tobi fährt sich durch die Haare und leckt sich über die Lippen. Er leckt sich was? Musste mich zusammenreißen, um nicht laut loszuschreien. Naja, doof, gell, aber uns ist halt langweilig, sagte Jule. Während sie sprach, hatte ich versucht, online mehr über die beiden TikToker herauszufinden. Ich fand einen Artikel eines Nachrichtenmagazins und das erste Stichwort, das mir bei Tobi entgegensprang, war Fuckboy-Content. Und was ist nun die Challenge? Wir sollen als Klasse eine Tanzchoreo auf die Beine stellen. Also jeder für sich zu Hause, aber trotzdem gemeinsam. Verstehen Sie? Und dann führen wir Tobi und Melody die dann vor und dann erfüllen die uns einen Wunsch. Ich wünschte der Klasse resigniert viel Erfolg und beendete die Stunde. Es war einerseits ein Abgrund, der sich hier mal wieder vor mir auftat. Andererseits wurden die USA von einem Mann regiert, der der Bevölkerung empfahl, Desinfektionsmittel zu trinken. Und die Briten wählten den Fake-News-Fürsten zu ihrem Premierminister. Angesichts dessen verbat es sich schon beinahe, den Kopf über die Jugend von heute zu schütteln. Außerdem hatte ich wie alle Erwachsenen Wichtigeres zu tun, als mich um die vor Langeweile irr gewordenen jungen Menschen zu kümmern. Nach meinem derzeitigen Stand war ich immer noch der Hauptverdächtige in einem Mordfall. Ich hatte schlecht geschlafen in dieser Nacht und wirr geträumt. Träume von labyrinthartigen Dachböden mit niedrigen Decken, Sackgassen und freiem Fall.
Irgendwann war ich von Betty geweckt worden, weil ich mich wimmernd hin und her geworfen hatte. Aber vielleicht gab es mittlerweile eine Spur, die weg von mir als Verdächtigen führte. Vielleicht konnte das Gespräch heute Mittag Masic davon überzeugen, dass ich nicht der war, den er suchte. Es klingelte an der Tür.